Hi, ich bin Eileen von Enemy AT. Hi, hallo Eileen. Ja? Oh, ich hasse diesen Song. Ja, aber das ist. Ja, wir sind damit aufgewachsen mit dem Song. Ja, ich weiß. Naja. Du kannst ihn immer. Schön haben deine Eltern auch gekannt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na, sie wahrscheinlich haben mich nicht deswegen danach genannt, aber. Sie während dieses Songs gezeugt worden. Oh Gott, ich hoffe nicht. Sondern was war. Also, was behaupten deine Eltern, was der Hintergrund ist? Ich habe nie gefragt. Ich möchte es auch lieber nicht wissen. Das ist bestimmt eine gute Story dahinter. Da muss ich jetzt, dazu muss ich jetzt aber mal sagen, dann behauptest du einfach so, dass es nicht an dem Song liegt. Ja, dabei weißt du es gar nicht. War deine Eltern Hippies? Ich glaube nicht, nein. Nicht? Nein. Auch nicht, als du noch klein warst? Nein, aber ich bin jetzt hier, um Fragen an euch zu stellen. Ja, echt? Ja. Vor allem uns hört man ja gar nicht, wenn wir gar nicht in das Mikrofon reinsprechen. Seit wann bist du denn schon bei Enemy? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und macht dir Spaß? Super Spaß. Echt? Also, ihr feiert jetzt nächstes Jahr euer 25-jähriges Bandjubiläum. Jetzt mal ehrlich, hängen euch die rosanen Klamotten nicht schon zum Hals raus? Sag mal. Naja, sieht schon ganz schön rosa aus da drin, muss ich sagen. Also mir nicht. Ehrlich zugeben. Mir nicht, behaupte ich jetzt mal so. Nein, ich trage nach wie vor sehr gerne rosa, ich finde es schön. Mir macht es Spaß. Und dir? Trägst du nie rosa? Nicht unbedingt, nein. Rosa ist ehrlich gesagt nicht so meine Farbe. Du solltest mal damit anfangen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal das Mikrofon. Genau. Wenn du es mir nicht hinhältst, wenn ich was sagen will, dann ist es schlecht. Genau. So, du darfst jetzt eine weitere, also die Antwort heißt nein. Eine weitere Frage darfst du jetzt stellen. Nächste Frage. Plant ihr denn schon irgendwas, um euer Jubiläum gebührend zu feiern? Nein. Doch. Ja. Also, ja. Also jein? Nein, ja. Wir haben einfach, weißt du, wir sind uns nicht immer einig. Ja, aber die Antwort darauf ist doch ganz klar, ja, wir planen irgendwas. Ja, wir planen irgendwas, genau. Aber wir können darauf noch nicht näher eingehen, weil momentan kümmern wir uns ja gerade um unsere nächste EP, die im Mai rauskommt. Und erst nächstes Jahr gibt es das Jubiläum. Ganz genau, du hast jetzt schon euer nächstes Album angesprochen. Es Album? Heißt ja... Nein, es ist kein Album, es ist eine EP. Okay. Kennst du den Unterschied? Ja. Ja, kennst du? Okay. Weißt du auch, was es auch Mini-Album nennen. Ja. Weißt du, was es eigentlich heißt, EP? Oh, das weiß ich auch nicht. Oh. Ich weiß es auch nicht. Nein, ich habe es neulich erst gelesen. Ich weiß aber, es. Ich weiß es. Nee, es mag mir jetzt nicht einfallen. Aber ich habe es wirklich neulich erst gelesen und dachte mir, wie es heißt Extended Play. Ja, und es kommt aus der Zeit, ja, als es noch... Halt mal die Fresse, ich erzähle das jetzt. Danke. Ja. Single Play, nicht Short Play. Single Play und Long Play. Genau. Und Album. Ja, und jetzt schön erklärst dann du. Nee, ich wollte dich nur ärgern. Verstehe. Okay, ich rede jetzt nicht weiter. Jedenfalls trägt die EP den Namen Sport mit Punkten dazwischen. Mhm. Genau. Was könnt ihr uns schon drüber verraten eigentlich? Wir können darüber verraten, dass es mindestens 5 Songs enthalten wird. Ja, die sich alle um das Thema Sport herumranken und es wird am 3. Mai erscheinen. Wie haltet ihr euch denn privat fit? Macht ihr irgendwelchen Sport, außer Bierdosen heben? Ja, einarmiges Reisen zum Beispiel. Ja, genau. Und wir halten uns mit 3 bis 4 Frauen am Tag fit. Ja, das ist aber ein Zitat. Na und? Hast du geklaut. Na und? Ja, hast du denn schon was vor heute? Ja, definitiv ja. Oh ja. Ja, ich muss zu meiner Mama. Ja, ich muss zu meiner Mama und sie fragen, warum ich so heiße. Genau. Ja. Ja. Das ist deine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Okay. Nein, dann pass auf, beim nächsten Interview bringst du deine Mama einfach mit. So machen wir das. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Tja, schauen wir mal, wie das klappt. Das könnte kompliziert werden, aber das machen wir sicher. Ja. Okay. Hast du eigentlich noch mehr Fragen für uns? Ja, wenn ich sie stellen darf, hätte ich noch welche, ja. Also gut, bitte lese jetzt die nächste. Ich habe vorhin deine Karte ein bisschen studiert und da stand drauf, die nächste, ne, das nächste Album. Ja, und da stand dann auch, es wäre das 10. Album, aber es ist natürlich, diese EP ist nicht das 10. Album, weil es ja nicht das Album ist. Ne? Und das 10. Album, und das kann ich dir jetzt verraten, ja, das planen wir für unser Jubiläumsjahr. Aha! Aber mehr Info gibt's nicht. Ja, aber ich glaube, da haben wir für die Fans ja schon mal was Gutes rausbekommen aus euch. Die Fans vielleicht schon, oder? Aber was hast du wieder zu meckern? Nix. Gott.
Gut, jedenfalls, dann kommt nächstes Jahr euer 10. Studioalbum. Es gibt aber trotzdem kaum Videos von euch. Woran liegt's denn? Es gibt, es stimmt jetzt halb und halb. Wir haben schon länger keinen Videoclip mehr gemacht zu einem Song. Der letzte war von 2006. Tatsächlich. Angie, ja. Angie halt. Ah, nee, Angie, das war 2009. 2009. Ja. Genau, von 2009 ist der letzte Clip, stimmt. Live-Clips haben wir natürlich nochmal gemacht, ne? Glaubensbekenntnis. Aber es gibt ja wahnsinnig viele YouTube-Clips von uns. Ja. Das habe ich schon gesehen, aber die sind ja nicht direkt von euch. Richtig. Das ist auch nicht das so heißt, geil, ne? Schaut genau. So geil aus eigentlich. Oft mal. Ja. Sie geben sich Mühe. Auf jeden Fall. Wir haben immer so viel anderes zu tun. Ja? Vielleicht machen wir demnächst mal wieder einen. Okay. Okay. Alles klar, klingt gut. Und neulich habt ihr ja jetzt auch ein gratis Online-Konzert auf eurer Homepage übertragen für eure Fans. Erzählt mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Macht ihr sowas jetzt öfter? Wie schaut's aus? Wir machen das sicherlich nicht öfter. Es war eine nette Idee, die wir auch gerne gemacht haben und gerne realisiert haben. Aber es hat sehr, 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 sehr viel Geld gekostet. Und zwar viel mehr, als wir vorher erwartet hätten. Ja. Und natürlich sozusagen steht dem ja nichts entgegen, das heißt, es war er umsonst. Ja? Deswegen werden wir es uns einfach nicht leisten können, so etwas öfter zu machen. Ja? Genau, deswegen wird es wohl nicht öfter passieren, aber es war eine schöne Idee, es hat uns Spaß gemacht und es gab sehr viel interessantes Feedback darauf. Auf jeden Fall. Genau, ich denke mir, euren Fans hat das sicher gut gefallen. Sind die dann eigentlich genauso verrückt wie ihr? Gibt es irgendeine lustige Begebenheit, die euch bis heute noch in den Köpfen brennt mit euren Fans, was passiert ist? Ja, da gibt es viele, wirklich echt hunderte. Was mir spontan einfällt, war, wo wir mal auf einem Festival, einem Open-Air-Festival, einen Bauwagen als Backstage hatten. Also so, da wussten halt viele Bands untergebracht mit auf so einem Festival und da haben sie halt, manche haben Wohnwagen gehabt, manche so Bauwagen. Und wir haben nachmittags gespielt und dann darin gefeiert und gesoffen und geraucht und irgendwo überall sind die verschwitzten Socken rumgeflogen und die Essensreste. Und dann haben sich irgendwie drei Fans, ziemlich jung noch, so 15-Jährige, haben sich irgendwie hinter die Kulissen geschmuggelt, da Backstage, und haben unseren Wagen gefunden und wollten Autogramme haben und machen die Tür auf, schauen da rein und sagen, so lebt ihr? Da muss ich mir vorgestellt, dass wir mit diesem Bauwagen so am Traktor hinten dran von Ort zu Ort ziehen. Ja, das fand ich schon lustig. Und kein Zuhause haben. Genau. Fahrende so Musikanten, das sind. So ist es natürlich in Wirklichkeit, aber das müssen wir nicht jedem verraten. Genau. Genau. Hm? Ja. Und wie ist es bei den Menschen in eurem privaten Umfeld? Erwarten die eigentlich, dass ihr permanent gut drauf und lustig seid? Nö, die wissen ja, dass wir depressiv und schlecht drauf sind. Ja, es ist ja so, weil wir so permanent gut drauf und fröhlich sind, deswegen müssen wir heute depressiver schlucken, um von dieser guten Laune runterzukommen. Kostet ein Schweinegeld, aber die Pharmaindustrie muss ja auch von was leben. Hm. Gut, und ihr seid ja vor allem bekannt für eure Songcover, auch wenn ihr eigene Texte auch mittlerweile schon schreibt. Gibt es denn irgendein Songcover, das euch einfach nicht gefallen hat, nicht gelungen hat und ihr deswegen nicht veröffentlicht habt? Dann, ja, es gibt etliche Songcover, die wir gemacht haben, achso, auch welche, die wir gemacht haben und die uns dann nicht gefallen haben. Wir haben aufwendig, es gibt Versionen von Covers, die wir aufwendig vorproduziert haben und wo wir dann gemeinsam beschlossen haben, das ist nicht so geil. Ja. Echt? Das veröffentlichen wir jetzt nicht. Ja. Zum Beispiel Every Breath You Take. Ja. Ich fand's bis heute. Und was haben wir denn noch gehabt? Ich fand's bis heute schade, weil das war richtig geil. Ich fand's geil. Every Breath You Take. Auch. Du auch, ne? Ja. Darf ich das Mikro behalten? Ist leider durchgefallen. Tschüss. Im Gremium. War nicht geil genug. Ja, nee, also da muss ich jetzt mal sagen, da waren wir 2 gegen 2 und da hat der Produzent da noch ein Wörtchen mitgeredet und der hat dann plötzlich irgendwie so, ne? Wir haben nämlich öfters mal Pattsituationen, weil wir zu viert sind. Ja, du, wenn du die Scheißdemokratie. Wir haben nämlich manchmal eine Pattsituation, weil wir zu viert sind. Dann muss da leider immer der Produzent noch hinzugezogen werden. Und der Produzent entscheidet meistens richtig. Also der Ralf und ich waren dafür. Oh, jetzt ist das Kabel. Käsebällchen nehmen im Eiersalat. Ich kann dir hier noch so ein Ding rüberschmeißen. Ja, Sauerei! So ein bisschen so, so noch einmal, so ein und du kriegst mal Schwierigkeiten. Ich esse mal ein Zwischenfall. Magst du ein bisschen abschlecken vielleicht? Nicht unbedingt, danke. Geil.
Obatzer-Mikrofon. Ja. Das ist ja kein Obatzer, das ist Eiersalat. Echt? Vor allem gewesen habe ich jetzt kommt ein kräftiger Wiener Obatzer, also so halt. Ja. Hast du es erwartet? Ja, und dann war es ein kader deutscher Eiersalat. Okay, jetzt danke, danke Wiener Eiersalat, danke. Ja? So. Ja. So, ihr seid jetzt in Wien, weil ihr beim Addicted to Rock XXL auftreten werdet. Wart ihr denn selbst schon mal im U4 feiern, wo die normale Version immer stattfindet? Ach so, da findet man. Nee, ich war noch nie im U4. Ich kenne das nicht. Wir waren bisher in Wien halt in der Szene und wir waren in dem Planet früher und wir waren in der Arena und so, aber in dem U4 waren wir nicht. Genau, Donauinselfest waren wir auch schon zweimal. Aber wir wollen es ja heute kennenlernen in das U4. Wollen wir heute inkognito kennen? Das hättest du doch nicht verraten sollen. Übermorgen. Das hättest du nicht verraten sollen. Woche. Also, übernächste Woche. Ralf geht heute trinken ins U4. Ja. Aber wahrscheinlich ist das Interview sowieso nicht so schnell online, oder? Das geht schnell. Schon, nee, erst 10 Minuten. Na, verstehe. Okay. Zack. Noch Herr Salat. Kommt auf unsere Upload-Geschwindigkeit an. Ich muss hier nochmal ein bisschen abwischen. Ich mach hier mal ein bisschen was drauf, schaut immer ganz gut aus. Lass mal meine mutierten Erdnussflips da. So. Das kennst du doch, sowas abwischen mit einem Taschentuch. Ja, kenne ich schon. Hast du was Langes so. Drin ist? Grünes. Okay, also, bevor das hier jetzt aus dem Ruder läuft, noch die letzte Frage schnell. Die letzte schon? Ja, die letzte schon. Geben wir schon die Fragen auf? Ne, wir haben die vergrault. Ich glaube, sie hat keine Lust mehr. Ich sehe schon, ja. Genau, bisher stehen jetzt noch keine weiteren Termine für Österreich fest. Wann kommt ihr das nächste Mal wieder her? Welches Datum können sich die Fans schon mal rot im Kalender ankreuzen? Das ist ja das Problem. Wenn es noch nicht auf der Homepage steht, dann können sie es sich noch nicht ankreuzen, weil dann können wir es uns auch noch nicht ankreuzen. Ja? Aber plant ihr schon? Wenn es veröffentlichbar ist, ja. Dann steht es auf der Homepage. Ja, wir kommen schon mal wieder. Wir planen immer mit Österreich. Ja. Also klar, logisch. Da musst du reinsprechen wollen. Wir planen immer mit Österreich. Ja, ich spreche gerne da rein, wenn ich es mal kriegen würde, das scheiß Mikrofon. Verstehst du? Ja! Okay, gut, also, we'll be back. Super, gut. Danke. Ja, gerne, ciao. So.